FCN TV, heute im Interview mit Niklas Hecht-Zirpel. Niklas, herzlich willkommen zurück, will ich sagen. Herzlich willkommen hier auf der Terrasse vor dem VIP-Raum des FC Nöttingen. Wir freuen uns natürlich, dass du wieder hier zurückgekehrt bist. Der verlorene Sohn hieß es ja, ja, so war eine Schlagzeile. Und wir sind natürlich froh, dass du wieder hier beim FCN gelandet bist und dir jetzt ein bisschen Zeit genommen hast, ein kleines Interview zu führen. Wir kennen dich ja eigentlich, du bist ja hier quasi groß geworden beim FC Nöttingen. Bist jetzt nach 2 Jahren wieder da. Wie sind die ersten Eindrücke? Hat sich viel verändert oder ist alles beim Alten geblieben? Wie ist dein erster Eindruck jetzt? Ja, erstmal danke für die lieben Worte. Ja, es hat sich schon ein bisschen was verändert, würde ich sagen, jetzt auch mit dem neuen Trainerteam. Und ja, vom Niveau her würde ich sagen, bin ich positiv überrascht. Also ist richtig Zug drin im Training und ich glaube, das wollen wir jetzt so beibehalten und dann eine gute Saison spielen. Das hoffen wir natürlich auch. Natürlich, wenn man deinen Namen hört, dann verbindet jeder vom FCN, natürlich auch im Umkreis, dich natürlich mit dem legendären Pokalspiel gegen den FC Bayern München und deinem Ausgleichstor zum 1:1. Hand aufs Herz, wie oft hast du dir das Tor inzwischen angeschaut? Kannst du es überhaupt noch sehen? Oh, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht schaffen wir es ja, wieder in den Pokal einzuziehen, dann kann er vielleicht noch eins folgen. Genau, das ist das richtige Stichwort schon genannt. Bleiben wir gerade beim Pokal. Wir stehen schon als Finalgegner fest. Unser Gegner, sage ich mal, steht noch nicht fest. Das Finale am 22.08. beim Finaltag der Amateure. Das andere Halbfinale, Waldhof Mannheim gegen Nauenheim. Ich denke mal, Waldhof wird's, oder? Schauen wir mal, das Spiel muss auch erst gespielt werden, aber ich denke, wahrscheinlicher ist es, dass es gegen Mannheim geht, ja. Geh mal davon aus, dass es der Waldhof wird. Ich habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass dann beim Waldhof 2 ehemalige Mannschaftskameraden von dir auch auf dem Platz stehen werden, vielleicht zumindest im Kader sind, die auch anscheinend schon hier in der Gleiwitzer Straße zu Gast waren. Was hat es damit auf sich? Ja, da spielen zwei, mit denen ich in Offenbach zusammengespielt habe, sind gute Jungs und die werden es uns sicher nicht einfach machen. Ja, aber wir werden zum Waldhof, falls es der Waldhof wird, natürlich auch nicht einfach machen. Wie siehst du die Chancen dann gegen Waldhof? Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt größer, weil jetzt vielleicht die Corona-Pause auch Waldhof oder Waldhof hat gespielt. Wie meinst du, wie sind die Chancen gegen Waldhof? Ich denke nicht, dass es jetzt ein Vorteil für uns ist. Es ist eine sehr, sehr gute Truppe und ich glaube, jeder weiß, dass wir da kein Favorit sind. Aber ich glaube, jeder weiß auch, dass wir eigentlich gegen Waldhof auch nie so richtig schlecht aussahen. Das stimmt. Und vor allem im Pokal haben wir immer eine gute Rolle gespielt. Denke ich, das wird auch gegen Waldhof beim Finale so sein. Die Rückennummer 18, ja, hier vorne auf der Brust trägst du sie. Hat es Gründe, warum es die 18 ist? Irgendwie der Aberglaube oder hat sich so ergeben? Hat sich einfach so ergeben. Die 10 war nicht frei und dann habe ich gedacht, die 18 sieht ähnlich aus. Die 18, ja, sieht immer gut aus. Irgendwie sonst, gibt es einen Aberglaube bei dir, was du vorm Spiel immer gleiche Rituale, die du irgendwie ablaufen lässt, damit es passend wird am Tag? Nein, da gibt es nichts, da bin ich ganz frei. Ja. Ich freue mich, wenn es losgeht. Gibt es in der Mannschaft irgendwelche, die besondere Ticks haben, die man so mitkriegt, wo man sagt, die sind doch nicht ganz normal, warum machen die sowas? Also ein paar haben wir schon, die irgendwelche Ticks haben, aber nee, Spaß. Das sind gute Jungs und bisher ist mir da noch nichts aufgefallen. Okay, vorhin hast du gesagt, klar, der Zug ist drin. Gibt es persönliche Ziele für dich, die du dir selbst steckst und die du auch mit der Mannschaft erreichen willst in dieser Saison? Ja, wir wollen auf jeden Fall wieder eine bessere Rolle spielen als im letzten Jahr. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein. Ja, hoffen wir das doch. Natürlich triffst du auch viele bekannte Gesichter, die du aus deiner Zeit hier beim FCN noch kennst. Bei den Neuzugängen, gibt es da jemanden, den du vielleicht auch irgendwie kennst oder irgendwelche Connections dazu hast? Ja, Simon Granitz habe ich jetzt schon gekannt, bevor ich hierher kam. Aber auch zum Beispiel Ernesto, ist ja für mich sozusagen auch ein Neuer. Richtig, ja. Ja, und was die Jungs drauf haben, ist schon sehr, sehr gut. Okay. Wollen wir mal schauen, was die Jungs drauf haben? Heute der erste Test gegen Spielberg. Was meinst du, wie läuft's nach der Vorbereitung, nach der relativ kurzen? Ja, wir hatten ja heute schon einen Lauf und ein Training. Das heißt, die Beine werden ein bisschen schwer sein, aber unser Ziel ist natürlich heute auch wieder zu gewinnen. Okay, werden wir sehen. Drücken die Daumen. Ich wünsche dir persönlich, Niklas, alles Gute. Eine verletzungsfreie Saison natürlich, der Mannschaft auch alles Gute. Und nochmal danke, dass du das Interview bereitstellst.